Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur Sendung der Gemeinwohlökonomie Bayern begrüßen Sie heute am Mikrofon recht herzlich Reinhard Schwarz und Andrea Behm auf Radio LoRa 92.4. Von Österreich aus breitete sich vor 7 Jahren die Idee der Gemeinwohlökonomie über Bayern, Südtirol und der Schweiz aus. In unserer heutigen Sendung wollen wir der Frage nachgehen, in welchen weiteren nicht deutschsprachigen Ländern die Gemeinwohlökonomie angekommen ist, wie viele nationale Vereine und welche länderspezifischen Ausformungen der Bewegung es gibt. Hierzu werden wir Interviews mit GWÖ-Aktiven aus 7 europäischen Ländern sowie mit Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomie, hören. Außerdem wird uns ein spanischer Bürgermeister von seinen Erfahrungen mit der Gemeinwohlbilanz für seine baskische Gemeinde berichten. Wie international ist die Gemeinwohlökonomie also mittlerweile? Zur Beantwortung dieser Frage sind wir zur diesjährigen Delegiertenversammlung nach Lissabon gefahren. Andrea Behm als Delegierte des Bayerischen Vereins und ich als Gast. Vom 18. bis 20. Mai trafen sich dort etwa 60 Delegierte aus 10 Ländern, um Grundsatzbeschlüsse für die weitere Arbeit der Gemeinwohlökonomie zu treffen. Warum in Portugal? Ganz einfach. Es gibt erfreulicherweise auch dort bereits Aktive und diese haben es sich nicht nehmen lassen, die Bewegung in ihre zauberhafte Hauptstadt am Tejo einzuladen. Um unseren ökologischen Fußabdruck auf der Reise nach Lissabon so gering wie möglich zu halten, sind wir per Zug und Bus gereist und haben in Spanien, genauer gesagt im Baskenland, einen Zwischenstopp eingelegt. Etwa 30 Kilometer südlich von San Sebastian haben wir Orendain besucht. Orendain hat etwa 200 EinwohnerInnen und hat bereits 2016 als allererste Gemeinde eine Gemeinwohlbilanz erstellt und dies mit einem respektablen Ergebnis. Von insgesamt 1000 Punkten haben die BürgerInnen von Orendain 550 erreicht. Im Rathaus trafen wir den 39-jährigen Lehrer und ehrenamtlichen Bürgermeister Gorka Egea. Wir haben ihn gefragt, wie er und seine Gemeinde auf die Gemeinwohlökonomie aufmerksam wurden. Er antwortet zunächst auf Baskisch, seiner Muttersprache, deren Ursprung bis heute unbekannt ist und die zu den ältesten Sprachen Europas gehört. Zu Beginn also eine baskische Hörprobe. Nire izena Gorka Egea da, 29 urte ditut, lanbidez irakaslea naiz. Eta nire denbora librea, udaletxeko ire alkatea naiz modu voluntario baten, esango dugu, ez detelako diruik kobratzen hemen lanean aitzea gatikan. Orendain is part of the movement of the economy. Orendain ist Teil der Bewegung der Gemeinwohlökonomie. Wie kam es dazu und wie haben Sie davon gehört und warum haben Sie sich dann angeschlossen? People in Orendain, we usually meet every Thursday. Einige Menschen aus Orendain treffen sich gewöhnlich donnerstags. Ungefähr vor 6-7 Jahren sprachen wir über die Situation in unserem Ort, aber auch über die globale Politik und über die damals herrschende Krise. Die einzige Lösung, die uns angeboten wurde, hieß kürzen, kürzen, kürzen. Spanien befand sich damals in einer massiven Krise, oder? Ja, wir waren fast raus aus der Europäischen Union. Wir dachten darüber nach, dass vielleicht das Kürzen nicht die einzig mögliche Lösung sein könnte. Wir suchten also nach anderen Ideen, anderen Bewegungen, anderen Lösungen. Ich recherchierte im Internet, fand die GWÖ und las darüber.
Zu dieser Zeit kam Christian Felber zu einer Konferenz nach San Sebastian. Dort traf ich ihn, wir unterhielten uns und er sagte, ihr könntet als Gemeinde eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Ihr könnt etwas tun. Ich meinte, oh nein, wir sind ein kleiner Ort. Wen kümmert es, was in Orendain gemacht wird? Ich mag deine Ideen und das, was du geschrieben hast, und ich möchte etwas bewegen. So könnte ich dir einige Bürgermeister größerer Städte nennen. Er meinte nur, nein, 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 wir müssen in kleinen Gemeinden beginnen, um dann in größeren Fuß zu fassen. Und ich sagte, okay. Ich habe anschließend die BewohnerInnen in Orendain gefragt, ob sie sich der Bewegung anschließen wollen. 80% der 90%, die sich an der Befragung beteiligten, stimmten 2016 zu. So fing es an. Ich habe gehört, dass letztes Jahr eine Gruppe Studentinnen oder Wissenschaftlerinnen nach Orendain kam. Die einzelnen Bereiche der GWÖ-Bilanz wurden von ihnen anhand der Fakten und Details von Orendain bearbeitet. Der Ort wurde also quasi durchleuchtet. Wie fühlte sich das an und wie waren die Ergebnisse? Ich war glücklich darüber, diese Möglichkeit zu haben, dass Menschen von außerhalb unsere Gemeinde bewerten. Sie fanden Gutes und fanden auch heraus, was wir besser machen könnten. Was hilfreich ist, um zu erkennen, wie wir Orendain zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Was war das Positive, das Sie herausfanden? Was wird bereits getan in Orendain? Im Bereich der Nachhaltigkeit sind wir bereits sehr gut. Wir kaufen vieles regional. Wir haben unsere Stärken. Gleichzeitig gibt es Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Wir könnten mit einer Sozialbank zusammenarbeiten, nicht mit der Bank, mit der wir momentan die Geldgeschäfte abwickeln. Wir könnten noch vieles tun, schließlich wissen wir das jetzt. Wir haben erst damit begonnen, uns zu verbessern. Ich habe erfahren, dass Orendain bereits eine Gemeinde ohne Müll ist. Stimmt das? Ja, organischer Abfall bleibt im Ort. Wir kompostieren selbst. In Orendain haben alle ein Stück Land und kompostieren dort. Dieser Abfall wird nicht an einen anderen Ort gebracht. Der restliche Abfall wird getrennt. Wir produzieren im Monat pro Person nur 1,8 Kilogramm Restmüll. Das ist ziemlich gut, denn normalerweise sind es in Spanien 21 bis 27 Kilogramm. Im Bereich der Energie versuchen wir, uns selbst zu versorgen. Dabei geht es in diesem Bereich nicht nur um Technologie. Wir wollen eine aktive Gemeinde sein. Wir haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit neuen Ideen beschäftigt, die das Leben im Ort verbessert. Gleichzeitig, und das habe ich von der Gemeinwohlökonomie gelernt, wollen wir den Menschen durch das eigene ökologische Verhalten der Gemeinde helfen. Wenn zum Beispiel Gemeindeangehörige einen nachhaltigen Energievertrag für ihr Haus abschließen, dann fördern wir das. Wenn sie weniger Wasser verbrauchen, fördern wir das. Wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder bei den örtlichen Bauern einkaufen, dann fördern wir das. Wenn sie generell einen nachhaltigen Lebensstil verfolgen, dann fördern wir das. Wir haben einen umfassenden Förderplan. Was wünschen Sie sich für Ihre Gemeinde Orendain in der Zukunft? Ich möchte glückliche Menschen sehen, die zusammen leben. What would you wish in the future for your community here in Orendain? Well, I would like to see happy people living together. Der Organisator der diesjährigen GWÖ-Delegiertenversammlung in Lissabon war João Leitão. Bevor er 2012 die Gemeinwohlökonomie kennenlernte und besonders von der Gemeinwohlbilanz als unternehmerisches Berichtsmodell überzeugt war, hat er sich in der portugiesischen Bewegung der Transition Towns engagiert.
João hat in den letzten Jahren in Coimbra, Porto und Lissabon einen Kreis von GWÖ-Aktiven ins Leben gerufen. Wir haben ihn zunächst gefragt, welche Herausforderungen er für die Gemeinwohlökonomie in Portugal sieht. The challenges are huge. If you think about development in a holistic way, die Herausforderungen sind sehr groß. Wenn man die Entwicklung in Portugal generell, die Einkommensverteilung im Besonderen oder die Umweltprobleme betrachtet, also die Situation Portugals mit anderen OECD-Ländern vergleicht, dann sehen wir, dass in Portugal sehr viel geschehen muss. Gleichzeitig bieten die anstehenden sozialen Veränderungen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, auf die politischen Parteien Einfluss zu nehmen und sie dazu zu bewegen, einige unserer Ideen zu übernehmen. Ihr habt seit einigen Jahren eine eher linke Regierung unter der Führung des Präsidenten Costa. Ist diese Regierung offen für die Ideen der Gemeinwohlökonomie? Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist die Regierung nicht so links, wie es scheint. Es ist tatsächlich eine Mitte-Links-Regierung, die von der radikaleren Linken unterstützt wird. Und es ist für uns wahrscheinlich leichter, mit ihr in einen Dialog zu kommen. Wir werden diese Möglichkeit in den nächsten Jahren nutzen. Es scheint so zu sein, dass die Sozialistische Partei, etwa vergleichbar mit der SPD in Deutschland, an der Macht bleiben wird. Es ist also positiv für die GWÖ in Portugal, diese Kontakte mit fortschrittlicheren Kräften zu suchen. Wo siehst du dein Land und die Gemeinwohlökonomie in Portugal in 5 Jahren? In 5 Jahren würde ich gerne 5 Regionalgruppen sehen und einige tausend Firmen, die die GWÖ-Bilanz erstellt haben und zertifiziert sind. Dafür engagiert sich auch Marta Avesani aus Verona. Sie ist Nachhaltigkeitsberaterin und stieß vor 3 Jahren über ihre Masterarbeit zur Gemeinwohlökonomie. Im Rahmen ihrer Recherchen über die verschiedenen unternehmerischen Berichtsmodelle kam sie zu dem Ergebnis, dass die Gemeinwohlbilanz nicht nur die verständlichste und umfassendste Berichtsform ist, sondern auch die VerbraucherInnen wirklich ermächtigt, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Inzwischen ist Marta Koordinatorin der Regionalgruppe Verona, die auch die Region um Padua abdeckt. So at that moment there was only one chapter active. Damals im Jahr 2015, als ich die Gemeinwohlökonomie kennenlernte, gab es in Italien nur eine Regionalgruppe, nämlich in Südtirol. Zusammen mit anderen, die ebenfalls gerade den ersten BeraterInnenkurs in Italien beendet hatten, gründeten wir eine weitere Regionalgruppe in Venetien, in Verona. Welche Herausforderungen siehst du für die GWÖ in Italien und wie lässt sich diesen begegnen? Die aktuell größte Herausforderung ist die Beteiligung an der Bewegung, da wir im Moment noch wenige sind, die sich stark engagieren. Um die Arbeit aufzuteilen, brauchen wir weitere UnterstützerInnen. Eine andere Herausforderung, die gleichzeitig eine Chance ist, liegt darin begründet, dass es in Italien viele andere aktive Gruppen im Bereich alternativen Wirtschaftens gibt. Zum Beispiel die Degrowth-Bewegung oder die Bewegung des solidarischen Wirtschaftens. Diese Gruppen sind gut verankert und aktiv. Es besteht also die Gefahr, dass wir von dort Aktive abziehen, was nicht unser Ziel sein kann. Denn wir sollten kooperieren, da wir mit unterschiedlichen Herangehensweisen ähnliche Werte und Prinzipien vertreten. We should try to collaborate all together because in a way we are proposing the same values and the same principles. Than with different tools, let's say. Nun noch zu deiner privaten Vision. Was würdest du in Italien gerne sofort ändern?
Wir hatten in Italien die große Wirtschaftskrise, die in meinen Augen nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern weltweit eine Krise der Umwelt, der sozialen Krise und eine Wissenschaftskrise ist. Meine große Angst heute ist, da die Wirtschaftskrise als überwunden angesehen wird, dass wir zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Mein Wunsch ist deshalb, dass Italien aus den Erfahrungen lernt, die wir durch die Krise gemacht haben, um das System zu verändern. Ich wünsche mir, dass neue Wege ausprobiert werden für ein gutes Leben, dass das Augenmerk auf eine intakte Umwelt und auf soziale Gerechtigkeit gelegt wird. Da ich das im Moment nicht sehe, bin ich allerdings skeptisch, wobei das nicht nur Italien, sondern Europa insgesamt betrifft. Starke und mutige Entscheidungen müssten jetzt in diese Richtung überall getroffen werden. Strong and courageous decisions should be made in that direction. Auf der Delegiertenversammlung in Lissabon haben wir auch Frank Hartkopf getroffen. Er hat zusammen mit 5 Gleichgesinnten 2015 den englischen Verein der Gemeinwohlökonomie gegründet. Frank pflegt die GWÖ-Website und kümmert sich in den sozialen Medien um den Auftritt der ECG, der Economy for the Common Good, wie die GWÖ auf Englisch heißt. Also ich habe es gleich von Anfang an sehr gemocht, weil es ein sehr strukturierter, methodischer, friedlicher Weg ist, um doch relativ radikale Veränderungen herbeizuführen. Und ich denke, mit dem Crash 2008, Bankencrash, den haben wir ja in Großbritannien noch ein bisschen stärker erlebt als in Europa. Da war es eigentlich für mich persönlich klar, dass wir unbedingt was machen müssen und dass wir ohne eine Veränderung wirklich auf ganz düstere Zeiten zusteuern. Welche speziellen Herausforderungen siehst du für die Gemeinwohlökonomie jetzt in England? Ich denke, die Skepsis gegenüber Projekten, die antikapitalistisch sind, ist schon größer. Also vermeintlich antikapitalistisch, würde ich mal sagen, ist man sehr schnell irgendwie in der Gefahr, in so eine linke Ecke gestellt zu werden. Ich wohne ja in London und da ist es wirklich einfach so teuer und so schwer, überhaupt zu überleben und seine Miete zu bezahlen, dass viele Leute, glaube ich, da gar nicht überhaupt die Zeit haben, sich Gedanken zu machen und nicht die Muße, leider. Es ist halt so ein richtiger Hamster-Laufrad-Wettbewerb da, was es schwieriger macht. Also ich denke, es ist wirklich, also für so eine Millionenstadt wie London, dass wir da bisher nicht mehr als 10 Leute sind, das sagt schon einiges, wie schwer der Boden ist, der da zu beackern ist. Und habt ihr da Ideen oder Projekte und Konzepte im Kopf, wie ihr diese Herausforderungen begegnen könnt? Ja, also wir versuchen jetzt, unsere ersten Unternehmen zu finden, die Gemeinwohlbilanz erstellen möchten. Wir haben im letzten Jahr hart daran gearbeitet, zum Beispiel das Matrix-Handbuch, das es übersetzt wird ins Englische, davor die Webseite. Und wir sind jetzt in Gesprächen mit einigen kleineren Unternehmen erstmal, ob die vielleicht so einen Peer-to-Peer-Workshop mitmachen wollen. Und ja, wir brauchen dringend so die ersten 2, 3 Fallstudien, um zu beweisen, dass es funktioniert. Weil im angelsächsischen Sprachraum sind die Leute schon offen für Neues, aber man muss halt irgendwie auch zeigen, dass es Hand und Fuß hat und dass es funktioniert und dass da auch hintenbei was rauskommt. Wo siehst du die Gemeinwohlökonomie, wenn du jetzt mal deine Fantasie spielen lässt, in 5 Jahren in England? Also in 5 Jahren würden wir gerne in jeder größeren Stadt ein Local Chapter haben. Wir würden gerne mit mittleren und größeren Unternehmen zusammenarbeiten, auch mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, die in eine ähnliche Richtung denken. Wir würden gerne eine überparteiliche Arbeitsgruppe im Parlament etabliert haben, um da ins Gespräch zu kommen und ja, einfach die Gemeinwohlökonomie wirklich in Großbritannien zu verankern und auch weltweit die Gemeinwohlökonomie bekannter zu machen, weil ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir englischsprachig operieren, aber von Anfang an
haben wir gemerkt, dass die Leute sehr stark drauf gucken, was bei uns in Großbritannien passiert und dass die Materialien, die wir auf Englisch erarbeitet haben, dass die halt dann auch sehr international genutzt werden, also in Schweden, in Amerika, in Afrika. Und von daher denke ich, in 5 Jahren möchten wir auch global viel weiter sein. Heute hat es ja soeben vor einer Stunde einen Beschluss der Generalversammlung gegeben, dass die Gemeinwohlökonomie ein International Board bekommt. Das geht ja in die Richtung, die du gerade ansprichst. Wie stehst du dazu? Freust du dich darüber? Ja, ich bin sehr froh darüber, dass wir das geschafft haben, weil doch historisch die Gemeinwohlökonomie sehr stark im deutschen Sprachraum verankert ist. Und das fällt wahrscheinlich vielen Aktiven nicht immer so auf, aber als ich nach Großbritannien gezogen bin, ist mir erstmal aufgefallen, wie deutsch ich eigentlich bin. Also ich bin der Einzige, der bei Rot an der Straße stehen bleibt, inzwischen auch nicht mehr. Und ich bin viel gewissenhafter als meine nicht-deutschen Kollegen bei der Mülltrennung oder so. Also man ist einfach deutsch. Und das macht sich halt auch in der Art und Weise bemerkbar, wie die Bewegung aufgebaut, strukturiert ist. Und das hat auch super funktioniert bisher. Aber es kann nicht so weitergehen, wenn wir international wachsen wollen. Und da müssen wirklich auch Stimmen von überall mit reinkommen und das bereichern. Und ich denke, die Internationale Föderation ist da ein guter Weg. Auch die Schweiz war auf der GWÖ-Delegiertenversammlung in Lissabon vertreten. Thomas Schanz ist Mitglied im Vorstand des Schweizerischen GWÖ-Vereins und koordiniert daneben die Regionalgruppe in Winterthur. Wo überall in der Schweiz gibt es die GWÖ noch? Wir haben aktuell 3 aktive Regionalgruppen. Das ist St. Gallen, Luzern und Winterthur. Und gerade eben erst hat ein Kollege von mir Gruppe Zürich ins Leben gerufen, was uns sehr freut. Und da scheint es einige Personen zu geben, die richtig motiviert sind, etwas zu tun in der Stadt. Was war ursprünglich deine Motivation, dich der GWÖ-Bewegung anzuschließen? Als ich die GWÖ vor 2 Jahren kennengelernt habe, hat es für mich sofort Sinn gemacht, weil ich mich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze und gemerkt habe, dass wir irgendwas verändern müssen. Und das war für mich das Konzept, das ganzheitlich betrachtet für mich am sinnvollsten ist. Welche besonderen Herausforderungen in der Schweiz siehst du dort für die Gemeinwohlökonomie? Also was in der Schweiz ganz speziell anders ist, ist, dass die Schweiz ja nicht zur EU gehört und somit diese großen Unternehmen nicht der Berichtspflicht unterliegen. Wo siehst du die GWÖ in der Schweiz in 5 Jahren? In 5 Jahren gehe ich davon aus, dass wir Regionalgruppen in allen großen Städten haben, also von Schaffhausen angefangen, was jetzt nicht groß ist, aber in meiner Region, bis hin nach natürlich Bern, Basel, Genf, also da brauchen wir überall eine lokale Gruppe, die aktiv ist. In Lissabon haben wir außerdem Maria Amigo aus Valencia getroffen. Sie ist seit 2012 Mitglied bei der Gemeinwohlökonomie, leitet die Regionalgruppe Valencia und koordiniert darüber hinaus die GWÖ-BeraterInnen. Über welche Erfolge kann sich die GWÖ in Spanien freuen? The most important thing we achieve in Spain is to make a Das Wichtigste, was wir in Spanien erreicht haben, sind 2 Online-Kurse, um GemeinwohlberaterInnen auszubilden. Auch um die lateinamerikanischen GWÖ-BeraterInnen zu unterstützen. Denn die 2 Trainings, die wir bisher angeboten haben, waren online nicht verfügbar. Ich glaube, die Hälfte der Menschen, die sich an den Kursen beteiligt haben, kamen aus Lateinamerika, worauf wir sehr stolz sind. Auf welche Herausforderungen stoßt ihr in Spanien oder in Valencia? Mittlerweile haben wir die Unterstützung eines Teils der Regionalregierung. Sie fördert die Einrichtung eines eigenen Lehrstuhls Gemeinwohlökonomie an der Universität Valencia. Dieser Lehrstuhl ist bereits sehr aktiv und wendet sich auch regelmäßig an unsere Regionalgruppe, um gemeinsam weitere Aktivitäten zu entwickeln. Wo siehst du die Bewegung der Gemeinwohlökonomie in Spanien in 5 Jahren?
Ich hoffe, dass wir dann in allen spanischen Regionen vertreten sind. Wir sind bereits sehr stark in Valencia, in Katalonien und in Andalusien. Aber in der Hauptstadt Madrid sieht es ganz anders aus. Dort gibt es nur 2 oder 3 Menschen, die für die GWÖ arbeiten. Wir sehen also die Herausforderung, die Bewegung in allen Regionen Spaniens nachhaltig zu verankern. Die Gemeinwohlökonomie in vielen Regionen zu verankern, dafür setzt sich auch der Klimaschutzexperte Christian Kuzina aus Graz ein. Er ist bereits seit 2011, also seit den Anfängen der GWÖ, Mitglied und seither, leidenschaftlich wie er sagt, als Referent tätig. Außerdem koordiniert er die Regionalgruppe Steiermark und kümmert sich als Mitglied des internationalen Koordinationsteams unter anderem um die bewegungsinterne Kommunikation. Wir haben ihn zunächst gefragt, was sich in Österreich in den letzten 7 Jahren in Sachen GWÖ getan hat. In Österreich haben wir ja den Gründungsverein, der die ganze Aufbauarbeit eigentlich geleistet hat. Nicht nur in Österreich, sondern eben auch für die internationale Bewegung. Das Gleiche gilt dann auch für die Steiermark, wo wir auch mit dem Energiefeld einmal begonnen haben und dann eben verschiedene Fokusteams gegründet haben. Wir haben einen Kongress dann veranstaltet, zum Beispiel 2014, als einen großen Meilenstein und Unternehmen dazu gewonnen und so weiter. Und jetzt sehen wir einfach, dass gewisse Dinge gut laufen. Also wir haben eben so gewisse Organisationsstrukturen etabliert in Österreich, auch in den anderen Bundesländern. Wir sind auf der Ebene der Bewusstseinsbildung schon relativ weit. Das heißt, es wissen relativ viele Menschen über die GWÖ. Es gibt auch Vorträge regelmäßig, Workshops, eine ganze Menge. Wir haben da auch einen Selbsttest in der Steiermark entwickelt mit Ich und das Gemeinwohl. Auch auf der Unternehmensseite hat sich schon einiges getan. Aber da ist es jetzt nicht so, dass da ganz große Dynamik drinnen ist. Also da kommen zwar jedes Jahr immer wieder Unternehmen dazu, aber natürlich würden wir uns wünschen, dass da viel mehr passiert. Und ich sehe jetzt dann die Herausforderung eben an dieser Schraube dann zu drehen und auch zu sagen, okay, wie können wir da doch eine Matrix entwickeln, wo die Unternehmen uns die Türe einrennen und das wirklich gerne machen. Also ich sehe da ein großes Potenzial. Ich glaube, die Matrix 5.0 ist ein großer Schritt, aber es ist noch nicht der große Schritt, dass wir eben so weit sind eigentlich. Und das andere, was die große Baustelle, als große Baustelle sich jetzt abzeichnet, ist die Politik, weil wir auf der politischen Ebene einfach sehen, es gibt zwar tolle Erfolge in Brüssel, es gibt auch einzelne Gemeinden, also in Vorarlberg jetzt auch die ersten GWÖ-Gemeinden in Österreich, aber davon, dass jetzt die Gemeinwohlbilanz verpflichtend für Unternehmen in das Gesetz reinkommt, dass jedes Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellen muss, davon habe ich das Gefühl, sind wir noch ein Stück weit entfernt und da müssen wir beginnen. Und da sehe ich auch den Ansatz jetzt, den wir in Österreich verfolgen, über die Demokratiebewegung. Das heißt, dass wir da überhaupt einmal ermöglichen, eine Mitsprache für die Menschen im Sinne von, dass man auch Entscheidungen herbeiführen kann. Heute können wir zwar ein Volksbegehren machen, was auch wunderbar ist. Das wird dann halt im Parlament behandelt und dann ist es wieder vorbei. Und die Idee ist nach Schweizer Vorbild. Das heißt, dass wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz jetzt verpflichtend für Unternehmen. Dann sammeln wir Unterschriften und wenn es genug Unterschriften dafür gibt, dass dann auch die Menschen darüber abstimmen und dass das Ergebnis, das daraus kommt, dann bindend ist. Also das wäre ein Weg, um eine Gemeinwohlökonomie einzuführen und ich sehe, dass wir daran jetzt beginnen müssen zu arbeiten. Daran schließt sich jetzt meine Frage an. Wie siehst du in Österreich jetzt spezifisch die GWÖ in 5 Jahren? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich habe da kein richtiges Bild dazu. Für mich hat die GWÖ jetzt, wie sie jetzt besteht, im Sinne von Vereinsstrukturen, im Sinne von vielen Ehrenamtlichen, von einer breiten Bewegung, primär jetzt einmal den Sinn, dass wir irgendwann ein rechtlich verbindliches Tool haben, also dass dann wirklich auch die Gemeinwohlbilanz von jedem Unternehmen gelegt werden muss. Wenn wir das erreicht haben, glaube ich, dass sich sehr viel verändert und was dann die GWÖ ist, wie das funktioniert, ja, also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ich glaube, es wird dann nicht so sein, dass das sich alles auflöst, sondern ich glaube, dass das halt dann eher Teil der institutionalisierten Strukturen ist. Weil natürlich wird es irgendwelche Auditoren brauchen, die das dann entsprechend begleiten und machen. Es wird irgendeine Art von Weiterentwicklung brauchen, immer wieder für diese Gemeinwohlmatrix. Und letzten Endes wird es eben einen politischen Aushandlungsprozess brauchen, was ein Unternehmen dann wirklich bilanzieren soll, was dann wirklich auch aussagekräftig ist,
Das muss dann gemeinsam definiert werden. Und ich glaube, dass es sowas in 5 Jahren durchaus geben wird, dass Unternehmen auch wirklich mehr machen müssen jetzt als ihre eigene Finanzbilanz, sondern dass sie wirklich auch über ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen Auskunft geben müssen auf einer nicht Greenwashing-Basis, sondern auf einer verlässlichen, wo ich auch dann wirklich weiß, was das Unternehmen tut. Und jetzt allerletzte Frage, was würdest du tun, um unmittelbar heute in der Welt was zu verändern, damit sie eine bessere wird? Was würdest du sofort verändern wollen? Also ich würde alle Unternehmen verpflichten, über ihren Gemeinwohlbeitrag Auskunft zu geben und dann Gesetze erlassen, die diesen Unternehmen es ermöglichen, dass sie günstiger produzieren können, günstiger auf den Markt gehen können. Das heißt, dass dann wirklich auch die gemeinwohlorientierten Produkte am Ende günstiger sind als die nicht gemeinwohlorientierten. Als Systemwissenschaftler sehe ich da einfach den Mega-Hebel und ich glaube, dass da einfach dann sich die Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit massiv verändern wird, zum Positiven, eben zum Gemeinwohl hin. Vom bewegenden Revolutionslied der PortugiesInnen nun wieder zurück auf die GWÖ-Delegiertenkonferenz, wo wir Ralf Wagner getroffen haben, der seit 2016 Mitglied bei der Gemeinwohlökonomie ist. Für den Bereich Strategie und Netzwerke arbeitet er im Vorstand des GWÖ-Deutschlandvereins und ist auch Koordinator der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Was war seine Motivation, sich der GWÖ anzuschließen? Also ich habe ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass ich mich ehrenamtlich engagieren möchte für Themen, die mir wirklich am Herzen liegen in der Gesellschaft. Und die GWÖ hat mich dabei sehr schnell angesprochen und gefunden, weil sie an den Kernmechanismen unserer Gesellschaft ansetzt und nicht nur an einzelnen Punkten. Das spricht mich sehr an und da habe ich auch das Gefühl, dass ich da sehr viel bewirken kann. Was hast du in deiner Funktion jetzt als Mitglied der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg einerseits und als Mitglied im Vorstand des Deutschlandvereins andererseits? Was habt ihr bislang auf die Beine gestellt? Was habt ihr so erreicht? Also eine wichtige Verbesserung, an der wir in Berlin gearbeitet haben, ist unsere interne Kommunikations- und Meetingkultur zu optimieren, schöner zu machen, attraktiver zu machen, sodass die verschiedenen Aktiven, die es in der Region gibt, alle zusammenfinden, einmal im Monat und dort alle wichtigen Entscheidungen treffen, gemeinsam in einer Art kleinen Parlament. Und auf Deutschland-Ebene, gibt es da schon was zu berichten? Also auf Deutschland-Ebene, da gibt es ganz viele Baustellen und wir sind aber in den letzten Monaten vor allem noch mit der Grundlagenarbeit und dem Aufbau des Vereins beschäftigt gewesen. Das hält auch weiterhin noch an. Also das Thema Mitgliederverwaltung, mit dem ich jetzt selber nicht zentral beschäftigt bin, ist aber zum Beispiel ein sehr wichtiges und das läuft weiterhin. Darüber hinaus haben wir jetzt aber zunehmend die Möglichkeit, auch die ersten grundlegenden strategischen und inhaltlichen Themen anzugehen, wozu zum Beispiel das Thema Kooperationen gehört, dass man da auch transparente, einheitliche Strukturen schafft, wie Kooperationen mit anderen Organisationen vorgeschlagen und umgesetzt werden können, dass es da auch eine gerechte, klare Umsetzung gibt und auch eine strategische Ausrichtung. Darüber hinaus habe ich im internationalen Strategieteam mitgearbeitet und das ist auch eine sehr spannende und erfüllende Arbeit, da die Bewegung zu unterstützen, sich noch besser auf die eigentlichen Anliegen ausrichten zu können und voranzukommen. Wir haben auf der Delegiertenversammlung hier in Lissabon viele Diskussionen gehabt, viele Beschlüsse auch gefällt. Wo siehst du in Zukunft jetzt erstmal die größten Herausforderungen auch für die Bewegung? Da fällt mir einerseits so ein, dass es nach außen betrachtet das Thema Politik gibt, was aus meiner Sicht jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt. Wir haben uns in der Vergangenheit schon sehr viel mit Organisationen und Unternehmen beschäftigt. Das bleibt natürlich weiterhin zentral und wichtig. Aber aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen anderen, mit denen ich spreche, wird die politische Ebene immer wichtiger, damit eben die Anforderungen an Unternehmen, zum Beispiel für die nicht finanzielle Berichterstattung, auch zunehmend eingefordert werden und immer mehr Unternehmen sich daran auch beteiligen.
Und da spielt die Politik natürlich eine entscheidende Rolle. Und nach innen betrachtet gibt es auch ein Thema, was hier auf der Delegiertenversammlung sehr lange diskutiert wurde. Das ist die Form, wie wir eigentlich als Bewegung uns organisieren. Da sehe ich eine Gratwanderung zwischen einer klassischen Bewegung und einer Organisation. Also da das richtige Mittelmaß zu finden, sich nicht dem Chaos zu überlassen, sondern Strukturen zu schaffen und Prozesse, aber das eben auch auf eine Art und Weise, die nicht zu viel Bürokratie herstellt und die vor allem auch die Aktiven in der Bewegung mit einbezieht und eine Struktur ermöglicht, die den GWÖ-Werten entspricht. Also damit wir mit unserer Bewegung, mit unseren Vereinen das leben können, was wir auch nach außen hin vertreten. All dies gesagt, Chancen und Herausforderungen, wo siehst du die Gemeinwohlökonomie in 5 Jahren? National wie international? Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass die GWÖ-Bewegung bis dahin eine Art Vorbild sein kann auf verschiedenen Ebenen für die Gesellschaft, für die Politik, aber auch für Unternehmen, wie man die verschiedenen Werte, die es in der GWÖ auch gibt, also zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung, ökologische Nachhaltigkeit, wie man das leben kann, wie man das umsetzen kann, dass wir eine Plattform zur Inspiration sind und auch eine Plattform, um darüber in den Austausch zu kommen und diese Dinge weiter in die Welt zu bringen. Und last but not least hören wir ein Interview mit Christian Felber, der selbstverständlich auch in Lissabon mit dabei war und die zwei wichtigsten von den Delegierten gefassten Beschlüsse erläutert. Wir sind in Lissabon auf der 6. Delegiertenversammlung der Gemeinwohlökonomie und haben gestern wichtige Beschlüsse gefasst zur Vision und zur Struktur der Bewegung. Was genau haben die Delegierten hier beschlossen? Also zunächst, was kann einer Bewegung Besseres passieren, als dass sie an einem Tag sowohl eine Vision, eine offizielle, als auch eine Struktur beschließt? Natürlich hat es die Vision schon gegeben, allerdings sie war verstreut und sie war nicht publik auf unseren Webseiten und deshalb war sie auch nicht allen gleichermaßen klar. Sehr schön war, dass der Text gut vorbereitet war, wurde aus mehreren Vorläuferdokumenten synthetisiert und er bringt die Ganzheitlichkeit der Gemeinwohlökonomie sehr schön zum Ausdruck. Es geht ja selbstverständlich vordergründig um eine Änderung der Wirtschaftsordnung, um sie in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Grundwerten zu bringen, aber eigentlich geht es um eine Gemeinwohlgesellschaft und eine nachhaltige Gemeinwohlkultur und das kommt da vielleicht allein an dem kleinen Satz, der noch hinzukam. Die Weltmeere sind sauber, das ist jetzt Teil der Vision, bringt ganz viel für mich zum Ausdruck. Ja, und von dieser Vision können wir jetzt da klarer unsere Mission, unsere Strategie, die strategischen Ziele und dann eben die einzelnen Umsetzungsschritte ableiten. Jetzt gerade findet statt eine extrem stark besuchte Versammlung zu den strategischen Zielen, nach denen haben die Aktiven gelächzt. Das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, welche Ziele hier alle in der Bewegung, inzwischen von Schweden bis Chile und nach Afrika, teilen und gemeinsam anstreben. Das ist ganz, ganz wichtig für die Motivation und offenbar hat es jetzt der Vision bedurft, damit jetzt da als daraus folgender Schritt die strategischen Ziele festgelegt werden können. Ja, und die Struktur, das ist, glaube ich, jetzt da mindestens ein Meilenstein in der Bewegung. Wir haben vor 5 Jahren beschlossen, dass wir einen internationalen Verband gründen wollen als rechtliche Basis und Infrastruktur für die ehrenamtliche Bewegung, die den größten Teil ausmacht, die auch als wichtig erachtet wird, die auch die strategischen Beschlüsse fasst. Aber es braucht, und gerade als internationale Non-Profit-Organisation, braucht es hier ganz dringend eine rechtliche und finanzielle Basis. Und das ist eben dieser Verband, der Schirm der derzeit 9 nationalen Vereine, auch daran sieht man schon, es gibt schon 9 nationale Vereine. Wo wird das hinführen in der Zukunft? Und dass hier ein wirklich sehr, sehr sorgfältig ausgearbeitetes Modell, das wirklich sehr viel Demokratie und Repräsentation, Direktwahl von Gremien beinhaltet, einen sogenannten Aufsichtsrat, wie ich den bezeichne, für das Management Board, das sich auch sowohl aus dem
Rechtsteil der Bewegung, aus dem Verbandsteil, als auch aus dem Bewegungsteil mit direkt gewählten Mitgliedern als ein Gremium zusammensetzt. Das scheint mir sehr, sehr gut durchdacht, mit sehr vielen Checks and Balances. Und ich freue mich jetzt sehr, sehr auf die Umsetzung. Und dann glaube ich, kann die Gemeinwohlökonomie international in ihre ganze Kraft kommen. 2013, also vor 5 Jahren, fand die erste Delegiertenversammlung in Innsbruck statt. Was hat sich seither verändert? Nicht nur in Bezug auf die Delegiertenversammlungen, sondern auch in Bezug auf die Bewegung insgesamt. Meine Beobachtung ist, dass wir auf allen Ebenen gereift sind. Das beginnt bei der Delegiertenversammlung selbst. Ich kann mich erinnern an die Versammlung in Innsbruck. Die ist, würde ich sagen, noch weitgehend schief gelaufen, weil wir noch kein tieferes Verständnis von den Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen hatten und dadurch die Geschäftsordnung der Delegiertenversammlung noch nicht effektiv war. Wir haben Diskussionen im Plenum begonnen und uns dann heillos verzettelt. Und die Lehre daraus ziehend wurde jetzt ein sehr schöner Vorabprozess entwickelt, wo die wichtigsten Diskussionen schon vor der Delegiertenversammlung stattfinden und auf der Delegiertenversammlung dann nur noch abgestimmt wird. Ist jetzt auch noch nicht das letzte Entwicklungsstadium, aber mal das zweite, das uns jetzt in den letzten 3 Delegiertenversammlungen dazu geführt hat, dass alle Anträge innerhalb der Zeit durchgebracht wurden. Und das ist ein, glaube ich, sehr hartes Qualitätsmerkmal. Und das schlägt sich dann natürlich auch extrem positiv auf die Stimmung nieder. Also es ist jedes Mal eine immer noch größere Freude, zu diesen Treffen mit 50 bis 80 Menschen zu kommen, weil eine extrem konstruktive, inspirierte, friedliche Zusammenarbeitskultur erlebbar ist. Und da gehen dann eben diese 50 bis 80 Menschen hochmotiviert in alle Weltregionen zurück und können dann umso kraftvoller zum Aufbau der Bewegung beitragen. Sonst würde ich sagen, waren es Entwicklungen auf allen Ebenen. Die Gemeinwohlökonomie kommt in immer mehr Länder. Wir haben den Prozess der Regionalgruppengründungen formalisiert, dass nicht Einzelpersonen ein Strohfeuer entfachen, das dann wieder erlischt. Wir haben den Finanzausgleich auf Schiene gesetzt zwischen den 3 Ebenen, der regionalen Ebene, den nationalen Vereinen und dem internationalen Verband. Wir sind in einigen Leistungen sehr viel professioneller geworden, also gerade der Komplex IT-Website, Kommunikationsinfrastruktur und Datenbank, der in Wien angesiedelt ist, das ist so ein Support-Center, ist da aus dem österreichischen Gründungsverein geworden. Der hat stark an Qualität zugelegt und kann aber auch erstmals wirklich in einem halbwegs anständigen Ausmaß finanziert werden, weil wir auch erfolgreicher bei der Akquise von Finanzmitteln geworden sind. Wir haben jetzt ein Budget von nahezu 500.000 Euro pro Jahr. Das mag immer noch nichts sein für eine internationale NPO, aber wir waren mal bei null. Und mit 500.000 kann man sehr viel mehr machen als mit 0 Euro. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergehen wird. Und jetzt sind eben auch schon die ersten Fantasien aufgetaucht, dass auch andere internationale Standorte Büros der internationalen Gemeinwohlökonomie beherbergen könnten. Und ich denke, mit der Entscheidung, diesen Verband zu gründen, ist damit jetzt auch die Tür aufgestoßen, dass Wien nur noch ein Standort von mehreren ist. Es ist ja schon der internationale Förderverein in Hamburg gegründet worden. Das war sozusagen ein Präjudiz auf die Internationalisierung und auch Dezentralisierung gleichzeitig der Bewegung. Ja, und da sind wir auf allen Ebenen weiter. Vielleicht ein letztes noch. Wir sind jetzt haben uns dazu durchgerungen, die AkteurInnenkreise. Das sind sozusagen die, ich glaube, 14 entscheidenden inhaltlichen Arbeits-, Umsetzungs- und Servicegruppen der Bewegung, dass die professionalisiert werden. Das heißt, dass beginnend mit der Reisekostenerstattung die Koordinationen beschrieben werden. Das heißt, dass es da ein Anforderungsprofil gibt, dass diese Führungskräfte auch geschult werden. Das wollen wir im Herbst beginnen. Und dass auch die Koordinationstätigkeiten zumindest in einem mindestens Ausmaß finanziell entlohnt werden, um hier eine Stabilität, Kontinuität, Professionalität, aber auch eine gerechte Entlohnung der verantwortlichen Koordinationsleistungen einzuführen. Das alles sind Organisationsentwicklungsschritte, die in den letzten Jahren geschehen sind. Es gab noch viele andere, aber das waren ein paar Kostproben davon.
Wo siehst du dich in der GWÖ in 5 Jahren? Vielleicht auf einer Delegiertenversammlung in Harare, Bogota oder Phnom Penh? Also wir haben schon öfters Visionen in die lange Strecke projiziert. Und das war mal so auf jedem Kontinent ein GWÖ-Büro. Und ich werde nicht jedes Jahr alle besuchen, aber ich werde die alle ab und zu mal besuchen. Und die Delegiertenversammlungen werden dann vermutlich auch auf verschiedenen Kontinenten stattfinden. Hier ist die große Frage die Ökologie, ob wir uns weiterhin physisch treffen wollen. Fest steht ja, dass wir einen Online-Souverän empowern wollen. Das heißt, dass alle aktiven Mitglieder, egal ob in Harare, in Neuseeland oder in Grönland, dass die die strategischen Entscheidungen, die Verfassungsentscheidungen übers Internet gemeinsam treffen können. Ja, das sind alles Elemente einer internationalen Non-Profit-Organisation mit eines Tages 50 Festangestellten, die aber eben vielleicht auf die Erdteile verteilt in verschiedenen internationalen Büros sitzen und diese Bewegung international in ihre ganze Kraft bringen werden. Mit diesen hoffnungsvollen Worten verabschieden wir uns und weisen noch auf folgende Veranstaltung hin. Gemeinsam mit der systemischen Beraterin Dr. Ruth Sander stellen wir das Thema Gemeinwohlökonomie, ist die Zeit reif dafür, im Raum sinnlich erfahrbar auf und experimentieren mit der Methode der Aufstellung, die aus der Familientherapie stammt. Anstatt über das Thema lediglich zu reden, werden wir die Situation im Raum körperlich abbilden und anschließend darüber diskutieren. Die Veranstaltung findet am Montag, den 4. Juni um 18 Uhr im Impact Hub in München in der Gotzinger Straße 8, U-Bahn-Station Implerstraße statt. Sie sind herzlich willkommen. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ein herzliches Dankeschön geht an Radio Lora und an unseren Tontechniker Peter Hirschberger. Die nächste GWÖ-Sendung können Sie am Montag, 23. Juli um 20 Uhr hören. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinhard Schwarz, die Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Zum Gemeinwohl. Grandula vida morena.